Also nochmal ganz herzlich willkommen zu unserer 20-Jahr-Feier der Vedenakademie. Normalerweise werde ich an so einem Tag ein bisschen nostalgisch und fange an zu erzählen. Ich weiß, auf dem Tatva Viveka 50 Ausgaben ist es mir so gegangen, habe ich ganz das Thema vergessen und hauptsächlich über die guten alten Zeiten geredet. Das soll mir heute nicht passieren. Hoffentlich. Also falls ich anfange, zu viel zu erzählen von damals, vor 20 Jahren und vor 10 Jahren, bitte erinnert mich daran, dass ich das eigentlich nicht vorhatte. Aber ich denke, wir werden heute schon ein bisschen auch reflektieren über 20 Jahre. Das ist ja schon ein Teil eines Lebens. 1996, Gründung der Vedenakademie auf Schloss Weißenstein. Wir haben sogar jemand dabei, der fast dabei gewesen ist, der im Oktober das erste Mal 1996 zur Vedenakademie gekommen ist, unser lieber Freund Hans Vogel, der heute auch dabei ist. Und naja, wir haben natürlich auch noch einige andere dabei, die hier gewesen sind, die damals dabei gewesen sind. Und einige von denen sind heute auch Referenten. Ich weiß, wann immer, Marco Bischoff ist für mich ein wandelndes Lexikon. Er hat, ich glaube, über 80.000 Bücher zu diesen grenzwissenschaftlichen Themen zusammengetragen und kennt die meisten auswendig. Also wann immer ich irgendetwas ausgraben möchte oder eine Referenz brauche, dann habe ich häufig Marco angerufen und bin immer fündig geworden. Er hat die Fähigkeit, nämlich diese Bereiche, also traditionelles Wissen und modernes naturwissenschaftliches Wissen mit grenzwissenschaftlichen Forschung zu verbinden. Und vor einigen Wochen, da war ich gerade dabei, in Urlaub zu fahren. Wo ist denn das Buch hin? Oh ja, jetzt kriege ich ein richtiges Mikro. Erreichte mich auch Markus, ist das dein neuestes Buch? Das letzte Buch, das Marco geschrieben hat. Geht das schon? Ja, wunderbar. Über einen russischen Wissenschaftler, Wissenschaftsphilosophen kann man sagen, Wassily Nalimov, von dem ich schon mehrfach gehört hatte. Wir hatten hier vor einigen Jahren einen russischen Forscher, Professor Gajaev, zu Gast, und dem wir auch zusammenarbeiten. Einige von euch haben schon einiges von ihm gehört. Und dem habe ich mal erklärt, wie der Timeweaver funktioniert. Ich hatte so eine kurze Timeweaver-Analyse von ihm gemacht mit der Organkohärenz. Einige von euch kennen das. Und er sagte, das kann ja nicht sein. Also das, was dieses Gerät in 5 Sekunden über mich herausgefunden hat, da müsste man monatelange genetische Untersuchungen für machen, um das herauszufinden. Wie kann das sein? Was habt ihr da gemacht? Und ich habe ihm das kurz erklärt und er sagte mir dann, oh Markus, du bist ja ein reiner Esoteriker. Das meinte er nicht abwertend, sondern in Russland ist das anscheinend kein Schimpfwort. Und er sagte, das erinnert mich an einen unserer großen Wissenschaftsphilosophen, nämlich Wassily Nalimov, der das ganze Universum verstanden hat oder auch diese ganze materielle Schöpfung als... So etwas Ähnliches wie das gesprochene Wort, also als Sprache, ja, die Naturgesetze als die Sprache eines Bewusstseins oder eines umfassenden Bewusstseins, das sich in einer uns Menschen bisher noch nicht ergründeten Semantik zum Ausdruck bringt. Und er hat diesen Begriff auch des semantischen Vakuums, glaube ich, geschaffen. Ein Konzept, das mit unserem Konzept des Informationsfeldes sehr eng in Zusammenhang steht und ich glaube auch mit sehr vielen Symbolen, die wir aus dem vedischen Wissensschatz heraus bekommen. So, dieses Buch ist vor einigen Wochen, hat Marco mir das zugeschickt, und besonders schön fand ich den Titel dieses Buches. Es liegt mittlerweile auch auf unserem Buchtisch, also wir haben nur ein paar Exemplare, also wer eins ergattern kann. Es heißt Apostel der Spontaneität und da fühle ich mich sofort berührt. Dachte ich spontan, das bin ich auch. Aber da bin ich schon auch bei dem Thema meines Vortrages heute. Denn mein Vortrag heißt heute, warte mal, symbolisch denken, die Veden neu verstehen.
symbolisch denken, die Veden neu verstehen. Wieso müssen wir denn jetzt die Veden plötzlich neu verstehen? Nach 20 Jahren Vedenakademie. Ich sehe für mich persönlich, ich kann nur für mich persönlich sprechen, für mich persönlich ist dieses Ereignis ein besonderes, also nach 20 Jahren, nicht einfach nur, okay, 10 Jahre, da haben wir auch gefeiert, 20 Jahre, sondern für mich ist das gerade eine Zeit, in der ich einen neuen Zugang finde zu diesem alten vedischen Wissen. Ein Wissen, das mich ja jetzt schon seit ungefähr 30 Jahren begleitet. Und ich habe viele Jahre, eigentlich anderthalb Jahrzehnte, wirklich intensiv verwendet, um dieses vedische Wissen zu studieren. Da hinten finden wir hunderte von Büchern, teilweise Originaltexte aus dem Sanskrit, übersetzt ins Englische, ins Deutsche, Rig Veda, also die vier Veden, die Upanishaden, dann die Puranas, einige der Puranas sind dort in der englischen Übersetzung, dann das Bhagavad Purana, das Srimad Bhagavatam, ein Werk, das wir im Rahmen der Vedenakademie immer ganz besonders gerne gelesen und studiert haben. Und für mich ist diese Zeit, in der ich jetzt gerade lebe, eine Zeit, dieses Wissen neu zu entdecken. Und das Wesentliche, der wesentliche Unterschied für mich ist, dass ich dieses Wissen und alles, dieses, ich nenne es jetzt mal das Material, ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist, das Material, das vedische Material, die Geschichten, die Philosophie, die Tradition, dass ich all dies ganz persönlich auf mich selber beziehe und heraushole aus einem zunächst einmal eher kollektiven Kontext, dass man sich fragt, was bedeutet das alles, was ist das im Rahmen einer Tradition, welches allgemeine Verständnis gibt es über die Philosophie und es ganz persönlich auf mich selber beziehe. Ich hatte da vor einigen Wochen einen ganz witzigen Schlüsseltraum, und zwar waren wir zusammen, Satchinandan Swami und ich, auf einer Konferenz, die hieß Spiritualität im Leben, von den Heiligenfeldkliniken ausgestattet. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, das sind also Vorreiter der spirituell begründeten Psychosomatik in Deutschland. Und ein ganz toller Kongress mit wunderbaren Referenten über das Thema Spiritualität mitten im Leben. Und ich hatte dort einen Traum in so einem Hotelzimmer, wo ich immer nicht so ganz gut schlafe, in diesen Hotelzimmern. Und ich bin dann im Traum, habe ich eine alte vedische Tradition befolgt, nämlich das Gayatri-Mantra zu rezitieren. Diejenigen, die sich mit den Veden beschäftigt haben, wissen, dass das Gayatri-Mantra gerade in der Tradition, in der ich stehe, ist eine komplexe Reihe von mehreren Gayatri-Mantras, da ist eigentlich alles drin enthalten, philosophisch, aber auch von den Bildern her, was in der vedischen Tradition wichtig ist. Und wahrscheinlich früh morgens zur Zeit des Sonnenaufgangs sind hunderte von Millionen von Menschen, die mit dem vedischen Wissen verbunden sind, damit beschäftigt, dieses Gayatri-Mantra zu rezitieren. Ganz still für sich selber. Zur Zeit des Morgenaufgangs. Also das ist eine kollektive Praxis einer uralten Kultur, die seit der rigvedischen Zeit überliefert ist. Also seit Jahrtausenden geschieht das. Und das Gayatri-Mantra wurde auch nicht aktualisiert. Es ist immer noch das Gleiche. Es beginnt mit dem Om. Und ich chantete also im Traum dieses Mantra. Und dann hat mich etwas aufgeweckt. Vielleicht war es der Wecker, vielleicht waren es Geräusche aus dem anderen Zimmer. Auf jeden Fall wachte ich frühmorgens auf. Und als ich aufgewacht war, stand ich im Badezimmer. Aber im Badezimmer des Hotelraumes war immer noch dabei beschäftigt, das Gayatri-Mantra zu chanten. Mein Finger um die Brahmanenschnur gewickelt, wie man das macht, wenn man Gayatri-Mantra rezitiert. Aber ich hatte gar keine Brahmanenschnur um. Aber das, im Traum verwischt sich das manchmal. Und ich wachte auf und weiß noch, ich chantete dieses Mantra dort zu Ende. Ich kann mich auch noch genau erinnern, an welchem Wort ich gerade war, als ich dieses Mantra rezitierte. So, das war die Situation. Jetzt im Nachhinein betrachtet kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich wirklich aufgewacht bin oder ob ich das nur geträumt habe. Aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Erst später ist mir die Bedeutung dieses Traumes klar geworden, weil es war mir nicht wirklich am Anfang klar, was das soll. Also wieso chante ich das Mantra jetzt im Badezimmer weiter? Weil es gibt viele Orte, wo man so dieses heilige Mantra rezitiert, aber nicht im Badezimmer.
Das ist eigentlich ein Tabu. Das macht man nicht. Oder? Hat schon mal jemand das Gayatri-Mantra in seinem Badezimmer gechantet? Also im Allgemeinen, ist ja auch eine Toilette drin, ist das nicht üblich. Sondern es wird an einem reinen Orte gechantet. In Richtung Osten, in Richtung der aufgehenden Sonne. So, das Badezimmer hat aber eine übertragende Bedeutung. Wenn man sich das mal überlegt im Badezimmer, da ist man ganz für sich. Man schließt vielleicht so die Tür ab und ist so, wie der Schöpfer einen geschaffen hat. Ganz unter Umständen bewegt man sich doch dort ganz frei, vielleicht sogar nackt. Ist ja keiner da, der einen sieht. Und man beschäftigt sich zunächst einmal nur mit sich selber oder mit einem bestimmten Ausdruck seines Selbst, nämlich seinem Körper. Und ist in einer gewissen Weise ganz in einem Selbstbezug. Man putzt sich die Zähne, man wäscht sich das Gesicht, man nimmt ein Bad und ist so ganz mit seinem Schöpfer und sich selber alleine. So, und in dieser Situation bringt man etwas, habe ich gesehen, dass ich etwas Kollektives, etwas Überliefertes von einer Tradition von Millionen, Hunderten von Millionen von Menschen über Jahrtausende, bringe ich etwas aus dieser kollektiven Welt ganz in meinen eigenen persönlichen privaten Bereich. Da, wo ich ganz alleine bin, wo ich denken und fühlen und tun kann in Bezug zu mir selber, was immer ich möchte. Es ist etwas rein Privates. Und das zunächst einmal als eine Art Gegensatz, als eine Art fast schon Widerspruch, also dieses ganz individuelle, private, persönliche und dieses ganz große, bedeutende Kollektive. Ich meine, wer erzählt sonst über seine Erlebnisse im Badezimmer? Auf Vorträgen über 20 Jahre Vedenakademie. Ne? Normalerweise würde man das nicht machen. Also das ist so ein Spannungsfeld und ich habe gespürt, wie ich in diesem Spannungsfeld stehe und wie das auch einfach mal so ein Traum, ja, es kann eine Bestandsaufnahme sein, es kann ein Snapshot von der Situation sein, kann aber auch etwas Zukunftsweisendes für einen ganz persönlich bedeuten. Und für mich einfach nochmal eine Bestätigung dieser Aufgabe für mich in dieser Zeit, dieses vedische Wissen mit seiner ganzen großen Tragweite. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele verschiedene Tradition es in Indien gibt, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden damit beschäftigt sind, festzulegen, wie man dieses vedische Wissen verstehen sollte. Da gibt es die Schulen von Ramanujacharya, von Madhvacharya, von Nimbarkacharya, von Vishnuswami. Und in der Schule von Madhvacharya dann wieder die Tradition der Gaudiya Vaishnavas, die seit vor 500 Jahren von Chaitanya Mahaprabhu begründet wurde. Aber das sind nur 4 oder 5, die ich jetzt erwähnt habe. Es gibt Tausende, die große Reihen von Büchern geschrieben haben, was die wahre Bedeutung des vedischen Wissens ist, was die Essenz des vedischen Wissens ist. Und jetzt diese Aufgabe, das ganz persönlich, privat auf mich zu beziehen. Auf die Situation, in der ich jetzt gerade bin, nicht generell zu verstehen, was bedeutet das für die Menschheit, sodass ich es anderen dann auch erzählen kann, sondern was bedeutet das für mich jetzt am 18. Juni 2016, heute, in dieser auch zeitlichen Dimension, in dieser raumzeitlichen Dimension, in dieser jetzt verkörperten Situation. Im Badezimmer ist man ja ganz verkörpert. Man ist ganz in seinem Körper. Denn eine Tendenz besteht natürlich auch, wenn man sich mit einem solchen Wissen beschäftigt, das so eine geistige Tragweite hat, dass man sich dann von seinem Körper, und der Körper ist hier nur ein Symbol für das Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt sein, im Leben sein. Also das auf das Leben zu beziehen, das war auch das Motto dieser Konferenz. Spiritualität im Leben, das ging einem der Referenten, dem Gründer dieser Kliniken, dem Dr. Galuschka, gar nicht weit gesucht. Er sagte, Spiritualität im Leben? Nein, Spiritualität, Leben als Spiritualität. Oder Spiritualität als Leben. Also nicht nur, okay, im Leben, da kann man ja noch Spiritualität hineinbringen. Das wäre ja noch eine Trennung zwischen Leben und Spiritualität. So diesen ganz persönlichen, individuellen Bezug herzustellen.
Und da ist mir ein sehr schöne, da ist mir etwas klar geworden, dass es eigentlich immer zwei Möglichkeiten gibt, das ist fast schon trivial, sich mit so einem großen Wissen, mit so einer großen Tradition zu beschäftigen. Sei das jetzt die vedische Tradition oder man kann das auch auf andere spirituelle Traditionen oder Schätze des Wissens beziehen, wie zum Beispiel auch die christliche Tradition oder eine Religion, den Buddhismus, wo es auch wieder hunderte von verschiedenen Strömen gibt. Man kann, das eine Bild ist, dass man in einem solchen Wissen, in einer solchen Tradition enthalten ist und aus ihr heraus und in ihr enthalten versucht, das zu verwirklichen. Auch in einer Gruppe, zum Beispiel in einer Vedenakademie ist ja auch eine Gruppe von Menschen. Und die andere Möglichkeit ist, dass man nicht darin enthalten ist, sondern sich darauf bezieht. Das eine wäre wieder mehr eher kollektiv und das andere wäre eher wieder ganz persönlich. Das eine wäre so eine Art Glaubens- und Wissensgemeinschaft, wo man sich darum bemüht, zu einem kollektiven, gemeinschaftlichen Verständnis zu kommen. Und das andere wäre auch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich auf ein solches Wissen, auf eine solche Tradition beziehen, die aber sich jeder einzelne von denen in einem ganz individuellen Erkenntnisprozess befinden. Wo man auch am Anfang nicht genau sagen kann, was dabei herauskommt. Und das ist jetzt wiederum der Bezug zu dem Nalimov, Apostel der Spontaneität. Wo kommt dieser Begriff her, Marco? Apostel, hast du dir den ausgedacht? Oder? Nein, das ist ein Titel von der Frau von Nalimov, den sie verwendet. Ihrem Mann gegenüber. Ja. Wahrscheinlich war er immer sehr spontan zu Hause. Aber auch, ja, nein, Spontanität bedeutet ein kreativer Prozess. Spontanität bedeutet, dass etwas Neues entsteht. Es war ein interessanter Vortrag dort. Der zweite Vortrag auf dieser Konferenz Spiritualität im Leben, der wurde gegeben von Marco Stockhausen. Stockhausen, den Begriff kennt man, ne? Diesen Namen, Karl-Heinz Stockhausen, einer der großen Komponisten des letzten Jahrhunderts, dessen Musik eine große Herausforderung war und auch heute noch ist. Und sein Sohn hat das mit der schon aufgesogen in seiner frühen Jugend und Kindheit und wurde von seinem Vater sehr geschult, ein Virtuose auf Instrumenten. Und er hat dort einen Vortrag gegeben über intuitive Musik. Intuitive Musik bedeutet, dass man sein Fach, dass man sein Instrument beherrscht. Das heißt, man hat sich Fähigkeiten und Wissen angeeignet, durch ein langes Studium, durch sehr viel Üben, sein Fach wirklich beherrscht und dann in dem Moment, wo man Musik macht, alles vergisst. Und nicht mal eine Spur, eine Ahnung hat, was der nächste Ton sein könnte. Und nur dann, wenn man sozusagen in diesem Wissen verankert ist, gleichzeitig in die Wolke des Nichtwissens, dieses Symbol wurde dort verwendet, eintaucht und sozusagen vergisst, was der nächste Ton sein könnte, es nicht weiß, dann kann sich der nächste Ton spontan manifestieren. Und dann entsteht etwas Neues in dem Moment. Nicht groß vorausgeplant und komponiert, das ist auch eine Möglichkeit, weil Komposition ist genau das, aber es ist eher ein noch planender Prozess, wo man das Ganze vielleicht auch nochmal überarbeitet und nochmal korrigiert und nochmal anpasst und so, sondern aus dem Moment heraus ein solcher spontaner Prozess, wo etwas Neues entsteht. Spontaneität bedeutet, es entsteht etwas Neues. Es entsteht ein neues Bewusstsein. Es entsteht ein neues Verständnis, eine neue Erkenntnis und zwar ganz persönlich, ganz individuell. Man weiß vorher nicht, was dabei rauskommt. Und das ist natürlich spannend. Gerade wenn man sich beschäftigt mit etwas, was 5000 Jahre alt ist, wie kann da etwas Neues entstehen? Geht es nicht einfach nur darum, zu verstehen, was das bedeutet, was das tatsächlich in Wahrheit bedeutet? Die wahre, richtige Interpretation dieses alten Wissens? Das wäre das Gegenteil von Spontanität. Spontanität bedeutet, individuell, persönlich in diesem Moment dieses Wissen auf sich selber zu beziehen und daraus in einen kreativen
Erkenntnisprozess zu treten, sodass ein neues Bewusstsein entstehen kann, eine Form des höheren oder tieferen Bewusstseins in einem selber. Gut, das klingt jetzt sehr individuell, aber das kann man natürlich auch in einer Gruppe machen. Und eigentlich immer in Beziehung. Das ist also nicht etwas, was man, okay, das kann nur ich für mich machen und ich finde zu meiner eigenen Wahrheit. Dafür sind wir als Menschen ja nicht, dafür leben wir als Menschen nicht alleine, sondern wir beziehen uns immer auf andere. Und auch eine Institution oder ein Institut oder eine Gruppe wie die Vedenakademie, die jetzt so ziemlich locker ist, da gibt es keine, gut, da gibt es einen Verein, da gibt es verschiedene Sachen, aber das ist nicht so identifiziert, nicht so stark strukturiert. Das sind auch Menschen, die miteinander sprechen, die sich austauschen. Und dort ist jeder in diesem individuellen, kreativen, letztlich spontanen Prozess, um sich dem zu nähern, was durch die Veden tatsächlich vermittelt werden soll. Und das fand ich sehr, sehr schön bei Nalimov. Also was ich daraus für mich so extrahiert habe, sind diese drei kleinen Erkenntnisse. Und das erste Erkenntnis, das ich auch so aus den Veden nehme, ist, dass dieses, um was es geht, nenn es die Wahrheit oder nenn es Gott oder den Ursprung oder die Quelle von allem, ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis, das sich niemals ganz dem Bewusstsein erschließen kann, dem Wissen erschließen kann. Das ist auch nicht das Ziel, dass eines Tages dieses Geheimnis, dieser Ursprung, diese Quelle oder Gott sich ganz transparent dem Werkzeug unserer Erkenntnis, nämlich unserem Bewusstsein, unserem Wissen erschließt. Dass wir irgendwann sagen können, jetzt weiß ich, wer Gott ist. Jetzt kenne ich die Wahrheit. Da wäre etwas ziemlich Paradoxes geschehen. Dass nämlich das, was die Quelle des Bewusstseins ist, das, was sich letztlich hinter der Dualität des Bewusstseins befindet, und hinter auch der Beschränkung des Bewusstseins, dass sich das durch das Bewusstsein, durch unser Werkzeug der Erkenntnis vollständig erfassen lässt. Dass das, was das Bewusstsein letztlich hervorgebracht hat, dass das von dem Bewusstsein selber vollständig erfasst werden kann. Also diese Notwendigkeit fast schon, dass dieses Letztendliche, das Transzendente, dass das ein großes Geheimnis ist und auch ein großes Geheimnis bleiben muss und auch ein persönliches Geheimnis, ein ganz individuelles Geheimnis. Und dass eigentlich ein Mensch ohne ein solches ganz persönliches, individuelles Geheimnis gar nicht leben kann. So diese Erkenntnis, es ist ein Geheimnis, es ist immer, egal wie weit ich komme, egal wie weit mein Bewusstsein und die Fähigkeit meiner Erkenntnis voranschreitet, hinter dem Vorhang, ein Stückchen hinter dem Vorhang, verbirgt sich diese Quelle, dieses letztendliche Ziel der Erkenntnis. So dieses Geheimnis, sich diesem Geheimnis zu nähern, das ist nur in der Spontaneität möglich. Denn ich weiß es ja nicht. Ich kann es nicht erfassen. Ich kann es nicht kontrollieren. Man stelle sich vor, ich könnte mit meinem Geist, mit meinem Verstand es ganz und gar wissen. Das würde bedeuten, ich könnte es kontrollieren. Und das ist natürlich das große Projekt unseres Bewusstseins. Das ist das große historische Projekt des Bewusstseins der Menschheit seit Hunderten oder Tausenden von Jahren, nämlich sowas wie eine Art Kontrolle zu erlangen über die Wirklichkeit, über die äußere Welt. Eine Art Kontrolle. Historisch gesehen war das auch notwendig. Man erinnert sich an seine eigene Geschichte. Jeder von uns hat diese Geschichte, dass er irgendwann in dieses Leben hinein erwacht, in ein aufkeimendes, ganz zart aufblühendes Bewusstsein. Wir selber mögen uns an die ersten aufblitzenden Momente unseres eigenen Bewusstseins erinnern. Ganz wertvolle Erinnerungen aus unserer frühen Kindheit. Fragmente, noch nicht zusammengefügt zu einem großen Fluss des Erlebens, wie wir das heute als Erwachsene teilweise erleben, aber selbst heute ist unser Bewusstsein
häufig immer noch fragmentarisch. Also manchmal wache ich auf, mitten in der Küche und stelle fest, ich koche gerade. Das ist sehr selten. Aber also selbst heute ist man noch immer wieder in fragmentarischem Bewusstsein und muss sich immer wieder um Bewusstsein bemühen. Aber in unserem Leben gab es eine Zeit, wo wir noch gar nicht wirklich bewusst nach außen erfahrende Wesen waren, sodass wir haben alle dieses Gefühl in uns, dass unser Bewusstsein, unser frühkindlich erwachendes Bewusstsein aus einem Urgrund heraus entsteht. Aus einem Urgrund, der eben nicht bewusst ist. Und weil er eben nicht bewusst ist, eigentlich für uns auch heute noch so attraktiv ist. Weil mit diesem Entstehen von Bewusstsein, was ja bedeutet, ich werde mir bewusst über etwas, was ich nicht bin. Ob das meine Hand ist, von der ich plötzlich realisiere, dass sie sich bewegt und dass sie sich irgendwie in ihrer Bewegung etwas widerspiegelt, was mit mir zu tun hat. Ich kann meine Hand willkürlich bewegen. Alleine, was das für eine grandiose Erkenntnis für so ein Kind ist, für so ein Säugling. Ich weiß nicht, in welchem Alter das stattfindet, aber ich habe das bei meinen eigenen Kindern gesehen. Ja, die plötzlich ihren Körper entdecken und die zunächst noch am Anfang ganz eins sind mit der Welt. Und die ganze Welt ist Mutter. Und der Vater, der spielt da noch keine so eine große Rolle. Die ganze Welt ist Mutter. Die ganze Welt ist selbst. Diese Differenzierung, auf die wir so stolz sind, ich und nicht ich, Sein und Nichtsein oder umgekehrt, Sein und Nichtsein. Ich und mein Körper. Und dann aber, ich bin nicht dieser Körper. Erstmal mein Körper und dann im nächsten Schritt, ich bin nicht dieser Körper. Das ist ja in vielen vedischen, modernen Traditionen ganz wichtiger Satz zu verstehen. Du bist nicht dieser Körper. Das ist ein Ausdruck des Bewusstseins. Denn das Bewusstsein ist ein trennendes. Das Bewusstsein ist immer ein duales. Das Bewusstsein ist immer ein unterscheidendes zwischen dem, das wahrnimmt und dem, das wahrgenommen wird. Und es war ein riesiger Schritt, die Emanzipation aus diesem Urgrund, aus diesem undifferenzierten, dunklen Urgrund, den wir alle noch in uns tragen. Und nachdem wir uns auch alle immer wieder sehnen, weil dieser Schritt in die Erkenntnis, in der Bibel wird das auch als ein Essen vom Baum der Erkenntnis, das war ja absolut tabu, verboten. Die Eva hat sich dann natürlich durch die Schlange doch dazu verführen lassen, von diesem Baume zu essen. Und dann ging das Drama los. Wir empfinden diesen Schritt, diesen großartigen Schritt, noch heute als unsere persönliche Ursünde. Als dem Moment, wo das ganze großartige Leben, das ganze großartige bewusste Leben begann, aber gleichzeitig auch das ganze Drama unseres Lebens. Denn jetzt sind wir herausgetreten aus dieser Einheit und sind hineingetreten in eine Welt, in der wir uns bemühen müssen, in der wir essen müssen. Schon ein Ausdruck dieser Dualität. Ich muss irgendetwas Äußeres, ich finde hier gerade nichts, ja, aber ich kann ja auch trinken. Ich muss irgendetwas von außen muss ich erstmal im Äußeren finden und dann muss ich es in mich hineinbringen. Ich muss es mir aneignen. Ich bringe etwas von außen nach innen und im nächsten Schritt bringe ich es dann wieder von innen nach außen und so weiter. Dieser Prozess des Essens und der Wahrnehmung von sich selber im Essen. Das heißt, dieser aktive Austausch mit einer äußeren Welt, die von einem selber verschieden ist. Da gibt es Nahrung. Die Welt ist plötzlich Nahrung. Ich bin der Esser und die Welt ist das Gegessene. Und dann wird sie auch wieder ausgeschieden. Hinein und hinaus. Das ist eine Urerfahrung. In der indischen Sanskrit, in der vedischen Philosophie nennt sich diese Urerfahrung des Bewusstseins Anamaya. Ich esse, also bin ich. Das ist in uns. Durch das Essen erfahren wir,
Und wir eignen uns die Welt wieder an. Ganz wichtig. Und deswegen wird da auch so ein Aufhebens drum gemacht, das Fasten. Man enthält sich dieses Vorgangs. Man nimmt sich ein Stück heraus aus dieser Aneignung der Welt. So, aber wir alle, das ist ja das Drama, es geht los, wir müssen jeden Tag dreimal essen. Wir müssen atmen. Was noch? Arbeiten. Sonst gibt es nichts zu essen. Und wir werden krank, wir erfahren Leid, wir sterben, wir werden geboren, wir werden uns bewusst über dieses ganze Drama, dieses ganze Elend, der Tod. Auch nur etwas, was es gibt im Bewusstsein. Nur dort gibt es Tod, gibt es Geburt, gibt es Heraustreten und wieder Hineintreten. Das Handeln, das ganze Leid entsteht in diesem Schritt des Heraustretens in das Bewusstsein. Und deswegen wird das als die Ursünde, das ist die Erbsünde, in der christlichen Sprache wird es so formuliert. Wir finden das gleiche Motiv, finden wir auch in der Symbolik des Veda. Ich habe da mal ein bisschen gegraben, weil ich erinnere mich daran, in den vielen Jahren, in denen ich immer täglich und intensiv mich den vedischen Schriften und vor allem mit dem Srimad Bhagavatam, dem Bhagavat Purana, beschäftigt habe, da gab es eine Geschichte. Und diese Geschichte, die hat mich immer besonders fasziniert. Ich weiß nicht warum. Die hat mich fasziniert. Und ich kann mich daran erinnern, dass mal jemand gesagt hat, und ich habe das dann ja auch nachgelesen, weil mich das besonders interessierte, dass dieses große Werk, das Bhagavad Purana, deswegen so besonders ist, weil es diese Geschichte enthält. Während die ganzen anderen Puranas diese Geschichten nicht enthalten. Das ist die Geschichte von Vritta. Wer kennt die Geschichte von Vritta? Doch. Wer kennt sie nicht? Super, dann kann ich sie erzählen. Die Geschichte von Vritta. Wisst ihr, was Vritta heißt im Sanskrit? Also im Sanskrit heißt es Vritta, aber im Deutschen heißt es der Vollkreis, das Runde. Das Runde bedeutet auch das Ganze, das Vollständige. Vritta. Im Bhagavatam wird beschrieben, Vritta war ein fürchterlicher Dämon, der sich anschickte, das ganze Universum zu zerstören, zu verschlingen. Und ich bin dann nochmal in die älteren Texte der vedischen Tradition hineingegangen. Einer der ältesten, ursprünglichsten Texte ist der Rigveda. Schon im Rigveda ist diese Geschichte von Vritta enthalten. Und Vritta wird doch dort auch als Ahi oder als Schlange bezeichnet. Eine kosmische Schlange, die durch ihre bloße Anwesenheit in diesem Universum verhindert hat, dass es Licht gab. Das ganze Universum war in vollständiger Dunkelheit. Kein Licht drang in den Innenraum des Universums hinein. Diese Schlange hat, jetzt fragt man sich, wie passt das zusammen, eine Schlange, eine runde Schlange. Welches Bild fällt euch ein, wenn ihr an eine runde Schlange denkt, wenn ihr an Schlange denkt und an einen Vollkreis? Die Spirale? Ein Tunnel? Den Ouroboros. Der Ouroboros ist eine Schlange, dieses Bild kennt ihr alle, die sich in den eigenen Schwanz beißt, die sich sozusagen selber verzehrt, die nicht mehr sagt, da draußen ist meine Nahrung, die ist sich selber die Nahrung. Ein Symbol auch für die große Zeit. Ein Symbol für ganz vieles. Ein Ursymbol. Ein Ouroboros. So, das macht Sinn, wenn sich der Vritta, der Schlangendämon, einmal um das ganze Universum herumlegt, da kann ja kein Licht mehr reinkommen. Kurze Kreation. Hari Om. Sind wir wieder auf Sendung? Wunderbar.
So, und dieser kosmische Wetter, der die ganze Welt in Dunkelheit getaucht hat, der steht jetzt plötzlich ein rettendes Wesen gegenüber. Sein Name ist Indra. Indra ist im Rigveda die am höchsten verehrte Gottheit. Er ist der Held. Und sein wahres Heldentum wird sich dadurch bestätigt, dass er gegen diesen Asura, gegen diesen Dämon, gegen diese Urgewalt kämpfen wird. Aber am Anfang hat er überhaupt keinen Platz zum Kämpfen. Im Rigveda wird beschrieben, es gab keinen Platz, es gab keinen Raum, um gegen diesen Uroboros zu kämpfen. Der Uroboros, die runde Schlange, hat den ganzen Raum eingenommen. Zum Glück hat Indra einen jüngeren Bruder, Upendra, Vishnu, der Folgendes getan hat. Mit drei Schritten, riesigen Schritten, hat er dadurch, dass er das ganze Universum durchmessen hat, ermessen hat, erfasst hat, den Raum geschaffen, den Raum des Universums, in dem Indra jetzt gegen diesen Schlangendämon antreten kann. Ein unglaublich interessantes Motiv. Aus dem Bhagavad Purana kennen wir Vamana oder Trivikrama, eine Form Vishnus, der mit drei Schritten das Universum durchmisst. Aber im Rigveda ist das ein Stück Schöpfung. Dort entsteht der Raum in seiner Dreidimensionalität. Und diese Dreidimensionalität nicht nur im Descartes'schen Sinne als mathematisches Koordinatensystem verstanden, sondern als die Dreiheit des Bewusstseins. Hier entsteht der bewusste Raum. Der bewusste Raum, in dem Indra, der Held, gegen den Schlangendämon antreten kann und einen fürchterlichen Kampf mit ihm austritt. Einen fürchterlichen Kampf, in dem es ganz klar wird, er hat eigentlich gar keine Chance gegen diesen Gegner und er wird dann auch verschluckt und findet sich im dunklen Magen von Vritta wieder. Zum Glück hat er in seiner Hand das Werkzeug zur Macht, was ihm von dem Schmied der Götter zur Verfügung gestellt wurde, von Dvashta. Dieses Werkzeug der Macht, den Ring, nein, es war nicht der Ring, es war der Donnerkeil, mit dem schnitt er von innen ein Loch durch die Magenwand und durch das Fleisch des Dämons und konnte wieder nach außen treten und den Kampf fortsetzen und hat letztlich mit einem entscheidenden Schlag die Schlange vom Kopfe her in zwei Teile geteilt. Er hat den Schwanz vom Kopf getrennt oder er hat die linke von der rechten Seite getrennt. Und in diesem Moment, wo der Vritta getötet war, in diesem Moment trennten sich der Himmel von der Erde. Und es wurde die Morgenröte geboren und es wurde das Licht des Tages geboren. Es entstand jetzt neben dem Raum des Bewusstseins, den Vishnu schon durch seine drei Schritte getan hatte, entstand auch der Raum der Welt, in dem dieses Universum durch das Licht des Bewusstseins sichtbar wurde. Und wir erkennen schon jetzt aus dieser Schilderung, wenn wir uns das bildhaft vor Augen führen, dass das ein Urschöpfungsmythos ist. Ein symbolisches Bild, eine symbolische Handlung, die vielfach in Ritualen wiederholt wurde, die wir auf diese Weise in den Mythen, den Schöpfungsmythen aller alten Kulturen finden. Von Neuseeland über Afrika bis nach Südamerika. Finden wir dieses Bild, finden wir diese symbolische Handlung, in der die Erkenntnis der Welt, in der das Bewusstsein von der Welt entsteht, ist das wirklich ein Schöpfungsmythos, wie die Welt entsteht? Oder ist es ein Schöpfungsmythos über den Ursprung des Bewusstseins, wie wir entstehen, wie unser bewusstes Heraustreten aus diesem Uroboros, aus dieser Ureinheit, aus dieser Dunkelheit. Wir können es nicht sagen. Es ist das eine so wie das andere.
Dass die Welt entsteht und dass unser Bewusstsein entsteht, ist das Gleiche. Für uns ist es das Gleiche. Weil wir können nicht von Welt sprechen, wenn wir nicht von Bewusstsein sprechen. Wir können erst von Welt sprechen, wenn es aus dieser Alleinheit, aus diesem dunklen Urgrund herausgetreten ist. Und das ist auf der einen Seite ein grandioses Ereignis. Indra wird dafür gefeiert im Universum. Er ist der Star, er ist der Held. Er ist der Siegfried der Veden. Und trotzdem heißt es auch in den Veden und auch im Bhagavatam, war das eine sündhafte Tat. Und Indra musste dafür leiden, er wurde dafür bestraft. Er hat dafür schlechtes Karma bekommen. Da ist diese Ambivalenz, es ist eine Großtat, es ist die Schöpfung, es ist der Beginn und gleichzeitig ist es die Ursünde, mit der wir noch heute zu kämpfen haben. Wer von uns erinnert sich nicht an Momente in seinem Leben, in denen er sich gesehnt hat nach diesem Urgrund, nach diesem Gefühl der Ureinheit, wo man einfach morgen nicht zur Arbeit gehen will, nicht ins Bewusstsein zurückerwachen möchte, nicht diesen Schöpfungsmythos erneut erleben möchte, sondern einfach nur liegen bleiben möchte, einfach nur weiterträumen, einfach nur, muss das jeden Tag wieder sein. Diese Sehnsucht nach diesem Urzustand ist wahrscheinlich tiefenpsychologisch die Ursache von allen Formen von Süchten. Sich betrinken, sich berauschen. Ein Stück weit diesen auch leidvollen Prozess des Bewusstseins wieder zurückzunehmen. Und in einer gewissen Weise sind wir alle noch unsere eigenen Indras. Führen wir alle noch diesen Heldenkampf um Bewusstheit, um Heraustrennung aus diesem Urgrund heraus. Dieser Urgrund, der etwas in unserer inneren Symbolik etwas Urweibliches hat, aber etwas Urweibliches, etwas Mütterliches, aber nicht im Sinne von Mutter und Vater, sondern nur Mutter in einer völligen nicht ausdifferenziertheit. Denn diese Dualität von Mutter und Vater, die dann irgendwann, wenn wir ein bisschen älter werden, für uns bedeutsam wird in Bezug auf unsere Mutter und auf unseren Vater und deren Beziehung zueinander. In diesem Spannungsfeld wächst unser Bewusstsein weiter heran. Das entsteht erst viel später. Und viele der Geschichten des Bhagavatams, wie ich sie jetzt erinnere, haben einen Bezug zu verschiedenen Stadien dieser persönlichen Entwicklung des Bewusstseins und gleichzeitig der Schöpfungsgeschichte des Bewusstseins der Menschheit. Sich damit zu beschäftigen, bedeutet letztlich nicht nur seine eigene Geschichte, seine eigene Schöpfungsgeschichte des Bewusstseins zu erkennen, sondern auch verschiedene tiefe Schichten in sich selber zu erkennen und zu sehen, wie die noch immer wirksam sind. Im Bhagavad Purana steht hinter all diesen Geschichten letztlich Vishnu oder Krishna. Das heißt, egal welcher Held dort handelt, ob es Indra ist, der Vritta tötet, ob es Narasimha ist, der Hiranyakashipu tötet, oder Varaha, die kosmische Eber-Inkarnation Vishnus, der den Dämon Goldauge, Hiranyaksha, tötet. Auch hier wieder die Symbolik des Auges. Das Auge des Horus, das Auge der Erkenntnis, das dritte Auge, die Epiphyse, das Bewusstsein in Beziehung zum Unbewussten, durchdringt all diese Geschichten auf einer tief symbolischen Ebene. So, und das ist etwas, was zu einem in der Tiefe spricht. Ich möchte dort ein Zitat vorlesen. Und bevor ich das vorlese, mich kurz erkundigen, was die Uhr sagt. 5 Minuten. Na, ich habe noch nichts von dem erzählt, was ich heute erzählen wollte. Aber das ist... Nee, ich suche eigentlich eine Brille. Hat mal jemand kurz eine Lesebrille für mich? Weil das ist...
Ich habe eine gute Lesekarte. Und noch eine gute Lesekarte. Danke. Ups. Und zwar, oh, die ist aber richtig stark. Also ich kriege es auch so noch gelesen, aber das versuche ich jetzt mal. Und zwar ist es ein Werk von Erich Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, ein Vorwort von C.G. Jung. Es ist ein ziemlich überwältigendes Werk über den Mythos, den großen Mythos, den Menschen auf diese Reise zur Erkenntnis des eigenen Ursprungs führt. Und hier ist ein sehr schönes Zitat am Anfang dieses Werkes, dieses sehr dichten Werkes über das symbolische Denken, was für mich auch heute hier eigentlich das Thema des Vortrags gewesen wäre. Die Darstellungsform des Unbewussten ist aber nicht die des Bewusstseins. Es versucht nicht und vermag nicht im Nacheinander diskursiver Erklärung und in logischer Auseinandersetzung seinen Gegenstand festzulegen, abzugrenzen und in die Eindeutigkeit zu bringen. Der Weg des Unbewussten ist ein anderer. Um das zu Erklärende, zu Verstehende, zu Deutende, sammeln sich Symbole. Der Akt der Bewusstwerdung besteht nun darin, dass sich konzentrisch um den Gegenstand Symbole gruppieren, die von vielen Seiten her das Unbekannte umschreiben und beschreiben. Jedes Symbol enthüllt eine andere Wesensseite des zu Erfassenden, deuten eine andere Sinnseite an. Erst der Kanon dieser um das befragte Zentrum sich sammelnden Symbole, die zusammengehörige Symbolgruppe, führt zu Einsicht in das, auf das die Symbole hindeuten und was sie auszusagen versuchen. Die symbolische Geschichte des Anfangs, die in der Mythologie aller Zeiten zu uns spricht, ist der Versuch eines kindlich frühen, vorwissenschaftlichen Menschheitsbewusstseins, Probleme und Rätsel zu bewältigen, denen auch unser entwickeltes, modernes Bewusstsein in keiner Weise gewachsen ist. Wenn unser Bewusstsein mit seiner erkenntniskritischen Resignation die Frage nach dem Anfang als unbeantwortbar und deswegen als unwissenschaftlich zu bezeichnen sich bemüht, so mag es recht haben. Aber die Seele, unbelehrbar und unbeirrbar durch die Selbstkritik des Bewusstseins, stellt diese Frage als eine ihr wesentliche immer von neuem. Das ist ein Fragment aus diesem Werk, vielen Dank, das für mich diese beiden Aspekte von uns, unsere Erkenntnisfähigkeit und unser Streben in dieser Welt so deutlich macht. Nämlich unser heute schon ins Extreme entwickelte Bewusstheit, Erkenntnisfähigkeit, differenzierendes, unterscheidendes, kritisches Analysieren, dass es schon wehtut, im Gegensatz zu der uneindeutigen, sich aus verschiedenen Perspektiven nähernden, spiralförmig nähernden Erkenntnisweise des Bewusstseins, das niemals konkret spricht in dem Sinne, das ist es und nicht das. Dieses das ist es und das nicht das. Das ist die Wahrheit und das nicht. Das ist wahr und das ist falsch. Das ist oben und das ist unten. Das ist links und das ist rechts. Eins und null. Schwarz und weiß. Das ist die Sprache des Bewusstseins. Das ist das, was wir heute schon angekommen, so in der Postmoderne, postrational, bis in den Exzess der Einseitigkeit geradezu als ein Kontrollmechanismus für Erkenntnis und Handlung entwickelt haben, unser heutiges Bewusstsein. Was als Ausdruck der Geschichte letztlich diese Hybris des Menschen zum Ausdruck bringt, diese Welt sowohl von innen als auch von außen vollständig beherrschen zu wollen. Dieses zu extremst männlich kontrollierende, beherrschende,
duale Bewusstsein, wo man wirklich sagen kann, so weit entwickelt, dass es einfach nur noch wehtut. Und wir alle wissen, dass wir historisch gesehen in einer Situation sind, wo dieser Mythos des Indra, nämlich das große, verschlingende Unbewusste zu töten, nicht mehr der Mythos unserer Zeit ist. Die alten Mythen stimmen noch, historisch gesehen. Persönlich gesehen, in einer Tiefe tragen wir auch diese Dinge mit uns. Sie stimmen alle noch. Aber an der Stelle, wo wir stehen, die meisten von uns individuell und die Menschheit als Kollektiv, die moderne westliche Gesellschaft überhaupt, ist gerade die Rückverbindung mit diesem Ursprung, aber nicht in der Form des Uroboros, der uns verschlingen möchte. Davor warnen uns auch die großen Mythen des Verschlungenwerdens durch die große Mutter. Ja, da ist tiefenpsychologisch viel in uns, was uns warnt. Sondern ein Rückverbinden mit diesem Urweiblichen, das schon in einer Differenzierung da ist. Also nicht diese Errungenschaft des Bewusstseins aufzugeben und rückgängig zu machen, sondern in dieser Differenziertheit des Bewusstseins, in dieser Erkenntnisfähigkeit, in dieser Kritikfähigkeit, die wir uns angeeignet haben, jeder von uns individuell und als Menschheit kollektiv, sich wieder zu verbinden mit diesem Weiblichen in uns, mit dem Unbewussten. Im Moment ist es so, dass das Selbst, das Gott, eher durch das Weibliche spricht, weil wir so stark auf der männlichen Seite sind. Wären wir noch ganz im Weiblichen versunken, würde das Selbst, würde Gott wahrscheinlich in männlicher Sprache zu uns sprechen. Und es gab diese Zeiten. Da sind die großen Patriarchat, wie heißt das Wort? Patriarchalischen Religionen entstanden. Das war notwendig, dass Gott in einer männlichen Stimme spricht. Jetzt spricht er zu uns wahrscheinlich wieder in einer weiblichen Stimme, weil es geht darum, diese Einseitigkeit in uns auszugleichen, uns wieder zu öffnen der Spontaneität des Lebens und der Spontaneität Gottes. Und da fallen mir zwei schöne Zitate ein. Das eine kommt von irgendjemandem, Marco weiß bestimmt, von dem es kommt, oder kannst mir etwas später sagen. Und das andere als Analogie von mir dazu gezogen. Die Wissenschaft ist der verzweifelte Versuch des Menschen, sich von der Spontaneität des Lebens abzugrenzen. Von Nalimov. Perfekt, von Nalimov. Dieses Buch, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist sehr, sehr schön. Es liegt auf dem Buchtisch. Die Wissenschaft, und ich würde sagen, die Religion ist der ebenso verzweifelte Versuch des Menschen, sich vor der Spontaneität Gottes zu schützen. Beides absolut notwendig, in der Geschichte der Menschheit zur Erkenntnis, zu Bewusstsein zu kommen, in der Geschichte von jedem Einzelnen von uns, das ist ein Teil von uns. Wissenschaft, nicht jeder ist ein Wissenschaftler, aber jeder ist ein kleiner Wissenschaft im Sinne eines messenden Bewusstseins in dieser Welt, eines urteilenden Bewusstseins. Und Religion, ein Teil von uns, ein Bild Gottes in uns, ein kollektives Bild Gottes von uns, als Teil einer bestimmten Religion, als Teil einer bestimmten Tradition. Aber dann die große Aufgabe, das ins Persönliche zu bringen und seine ganz tiefe persönliche Beziehung zur Welt, zu sich selber und zu Gott zu finden. Soweit. Zum symbolischen Denken und hoffe noch in der Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuhören und danke.